François Eugène de Savoy-Carignan erblickte Modell de Saison in Paris am 18. Oktober 1663 das Licht der Welt. Sein Vater, Eugène Maurice de Savoy-Carignan, war ein auf militärischen Ruhm bedachter Offizier einfacher geistiger Kompetenz. Er starb als Prinz Eugen 10 Jahre alt war. Seine Mutter Olympia Mancini, ehemals Mätresse des französischen Königs Ludwig XIV., war in Hofintrigen und Giftaffären verstrickt. Um ihre Kinder hat sie sich kaum gekümmert. Lieselotte von der Pfalz bezeichnet ihn als schmutzigen, ausschweifend lebenden Jungen, der es wohl zu nichts bringen würde. In 1683 erbittet sich François Eugène von Ludwig XIV. Das Kommando über ein Regiment. Aufgrund seiner Kleinwüchsigkeit und Schmächtigkeit lehnt der König ab. François Eugène verlässt Paris heimlich und bietet in Passau dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Leopold I., seine Dienste an. Kaiser Leopold I. nimmt an. Mit dieser Entscheidung beginnt eine einmalige, eine großartige militärische und diplomatische Karriere, kombiniert mit einem fürstlichen Mäzenatentum. Aus François Eugène de Savoy-Carignan wird der Prinz Eugen von Savoyen. Prinz Eugen von Savoyen wird ein Kriegs-, Feld- und Bauherr. Im Juli 1683 als junger Offizier in das Heer aufgenommen und erste Bewerbungsprobe im Einsatz von Wien gegen die Türken. Im Oktober 1683 bereits Oberst. Generalmajor 1685, Feldmarschallleutnant 1688, General der Kavallerie
1690, Feldmarschall 1693, Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen 1697. In der Zeit von 1697 bis 1724 lässt sich Prinz Eugen von Johann Bernhard Fischer von Erlach und von Johann Lukas von Hildebrand sein Stadtpalais erbauen. Die weitere Karriereleiter von Prinz Eugen, 1703 Präsident des Hofkriegsrates. Als Hofkriegsratpräsident und Mitglied des Geheimen Rates war er einer der bedeutendsten Männer des Reiches. . 1707 Reichsfeldmarschall, 1708 Generalleutnant, von 1716 bis 1724 Statthalter in den österreichischen Niederlanden. In diese Zeit fiel auch der Bau des Schlosses Belvedere, 1714 bis 1723. . 1725 erwirbt Prinz Eugen eine Renaissancefeste. Er beauftragt Johann Lukas von Hildebrand,
das vierflügelige Kastell in ein barockes Jagdschloss umzubauen. Heute ist Schloss Hof ein bedeutendes Kulturdenkmal nahe Wien. Musik.